So, Freunde, okay. Also, Leute, ich war im deutschen Fernsehen, könnt ihr das fassen? Mein Auftritt bei Tanushi lief auf Kika. Ich bin sehr gespannt, wir werden jetzt eine Reaction drauf machen. Beziehungsweise, ich bin ja so ein bisschen narzisstisch, deswegen gucken wir erstmal meine Folge und dann die richtige erste Folge. Nein, Spaß. Mit dabei ist Ontan, der unter anderem nicht nur Content macht auf YouTube zu Anime und Manga, nein, er war sogar beteiligt an dem Ganzen. Was geht ab, Freunde? Ich habe mega Bock und ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen. Für mich ist halt geil, ne? Ich habe so diese andere View. Ich schaue einfach nur, wie die Leute reagieren. Das ist für mich viel krasser. Ich bin so der Typ, der im Kino sitzt und nur seinen Kumpel anschaut, wie er reagiert. 3 von 10 ist bodenlos, Digga. Uiuiui. Wie oft hast du die Folge jetzt schon gesehen? Alter, 1000 Mal. Ich habe sie live gesehen, ich habe sie 100 Mal im Cut gesehen. Dann habe ich den Final Cut gesehen, den angepassten Cut. Also, aber es wird einfach nicht langweilig irgendwie, weil wenn es so dein eigenes Baby ist, dann macht es wirklich die ganze Zeit Spaß, neu zu schauen. Ja, safe. Aber bestimmt so 40 Mal oder so. 40 Mal, Alter. Das ist geisteskrank. Okay, Freunde, ich habe die Folge noch gar nicht gesehen. Weder im Rohcut, noch im Final Cut, noch im irgendwas. Ich habe die aufgenommen und das war's. Also du hast noch gar keine fertige Folge geschaut, gell? Nee, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Alter, ich bin auch gespannt auf deine Reaction. Die Quizshow mit ganz viel Anime, ganz viel Manga, Digga, und ganz vielen Nino, tollen Gästen. Wie war das so? Wie war das mit Nino, Digga? Er ist geborener Moderator, ohne Scheiß. Ey, das ist so krank. Nino macht es ja schon 20 Jahre auf Bühnen und so und jetzt einfach im Fernsehen. Das war auch so übelst der Dream für ihn. Und das war auch krank zu sehen, wie er auf die Bühne reagiert und so. Auf die ich mich freue. Victoria tritt heute zusammen mit Ruffy gegen und Melon. Der Greenscreen war gerade anders, Digga. Okay. Digga, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, als ich aufgenommen habe, waren die Effekte nicht dabei. Ihr seid so bodenlos, ne? Ihr seid so ein bodenloser im deutschen Fernsehen. Dass ihr euch nicht schämt, ist unfassbar. Ey, das geht auf meine Kappe. Die haben alle ich geschrieben. Du, ey, Digga, du bist echt, Alter. Sieht aus wie Kobi aus One Piece, Digga. Einfach verewigt jetzt, okay. Leidenschaft hier im Bleach-Fan. Ich war auch überrascht, Digga. Sie war einfach Bleach-Crack, Bro. Wann trifft man mal wieder einen Bleach-Crack? Ist auch selten, ne? Bleach, vor allem heutzutage. Ja, safe. Also, das ist wirklich, das muss echt ein Fall sein, dass du in die Buchhandlung steppst und du denkst, Alter, heute fühle ich Bleach. Das Nice ist auch, es war ihr erster Manga, glaube ich. Und sie ist bis heute so übelst Bleach-Ultra. Feier ich irgendwie. Krass. Warte mal. Oh mein Gott, stimmt. Die Leute haben GEZ bezahlt, damit im Fernsehen ich zu sehen bin. Und da steht, er sieht aus wie Corby. Endlich hat sich's gelohnt. Digga, alles erreicht, Digga, im Leben wirklich. Alles erreicht. Mit Ruffy gegen Max und Melon. Ich bin auch bei Haruna stark, ist gebürtige Japanerin. Das ist ihr Image. Ey, weißt du, was das Problem ist, ne? Man hat halt so wenig Platz in diesen Dingern. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hatte so lange Texte, ne? Und du musst die alle immer runterkürzen auf 3-4 Wörter. Aber so ist das halt, ne? Next. Haruna, zu krass. Steht auf komplexe Stories. Oh shit, man. Ey, der ist Urasawa-Fan, weißt du? Deswegen. Und Leute, Haruna. Er weiß das. Für die Haruna nicht kennen, ne? Sie ist aus Japan und sie lebt in Deutschland. Sie macht Content, indem sie erklärt, was die Unterschiede sind zwischen Deutschland und Japan und so. Und das ist crazy. Sie spricht schon übelst gut Deutsch, ja, obwohl sie, glaube ich, erst 4 Jahre hier ist oder so. Also ultra interessant. Ja, Haruna ist echt big. Also bin ich auch gespannt, was die nächste Jahre so auf YouTube bei ihr gehen wird. So, Dan, schön, dass ihr da seid. Und damit ist alles angerichtet für unser erstes Battle. Runde 1. Los geht's mit dem... Ich weiß legit nicht mehr, was die Fragen waren. Ne? Ich habe keinen Plan. Classic Quiz. Ich stelle euch in Summe 3 Fragen. Ihr dürft alle... Max hat schon geguckt, Digga. Er war so voll wieder im Wasser. Er war so ready. Antworten und jede richtige Antwort wird mit einem Punkt belohnt. Wir starten mit der ersten Frage und mit meinem persönlichen Lieblings-Anime-Studio. Ghibli, okay. Welches der folgenden Wesen ist kein ikonischer Ghibli-Charakter? Cool. Geil. Bro, Haruna locked in. Sie ist so locked in. Aber heftig, ne? Die Splitscreens. Wie findest du eigentlich das Studio? Sehr geil. Also, wie gesagt, ich war ja schon da, war sehr impressed vom Studio. Bin gespannt, was sich da für Staffel 2 ausgedacht wird. Werde ja bestimmt ein bisschen was ändern, aber ja, ultra geil. Also, übertrieben nice. Ist das vielleicht A? Totoro, Totoro. Nino, ist das B? Das Ohngesicht? Oder vielleicht doch C? Ja, er macht ja so auf andere Anime-Level. Totoro, Ohngesicht oder Löwenschildkröte und die Wahl fällt einstimmig und richtig aus. Ey, weißt du, woher die Löwenschildkröte ist? Aus Avatar oder nicht?
Ja, genau. So, dieser, ja, dieser End-NPC, Digga, der so überkrass ist. Ja, genau. Das, der hat ihm diese Fähigkeit gegeben, ne? Dass er irgendwie bändiger Fähigkeiten wegnehmen kann oder so. Ich mochte das Viech. Ja, ich mochte den Plot nicht so, aber das Viech war cool. Das war Ehre-Bending, hat er freigeschaltet bekommen. Da konnte er so auseinandernehmen. Die Löwenschildkröte. Und das ist natürlich richtig. Das Studio Ghibli für viele... Ach ja, genau, für Explanation. Es ist ja auch hier so, dass die Punkte erspielt werden, damit sie später wieder gelöscht werden mäßig. Also so Health Bar, Tekken, Street Fighter. Genau, du erspielst ja quasi 4 Runden Punkte, um in der finalen Runde dann dir einen Vorteil zu erschaffen. Und trotzdem kannst du in der finalen Runde noch übelst verkacken, weil da geht halt alles so zack auf zack. Und wer keine Leben mehr hat, der hat verloren. Also ja, wir haben das extra so gebaut, ne, dass die Spannung nicht in Runde 3 oder so schon untergehen kann. Und dass es gleichzeitig diesen Japan-Anime-Street-Fighter-Vibe hat. Ja, voll geil, weil normalerweise oder sehr oft bei solchen Quiz ist es halt so, wenn einer zu krass ist, dann ist halt zu schnell vorbei. Und dann spielt man quasi noch so um Ehre, um nicht so wenig Punkte zu haben. Ja, genau. Und da musst du halt immer drum rumbauen. Ne? Ist schon interessant. Wahrscheinlich ein Türöffner in die Welt der Anime. Deswegen mal an dieser Stelle. Victoria, welcher war denn dein erster Studio Ghibli-Film? Mein erster Studio Ghibli-Film war wahrscheinlich Chihiros Reise ins Zauberland damals. Max, wie sieht's bei dir aus? Hast du alle Ghibli-Filme? Digga, ich bin ja über der NPC, Alter. Guck mal, ich hab gar keine Seele. Ich guck da einfach so hin, Alter. Filme gesehen? Noch nicht alle, aber mein erster war Mein Nachbar Totoro. Sehr gut. Das Studio Ghibli, also auf jeden Fall ein Nino liebt ja Ghibli, ne? Player. Hallo! Wieso darf ich nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist? Hallo! Ey, was würdest du sagen? Wahrscheinlich auch Chihiro, ne? Ich deswegen weiß gar nicht, was ich beantwortet habe. Ich glaube, ich habe Chihiro gesagt. Ja, es kann sein. Deswegen haben wir es wahrscheinlich rausgenommen. Das ist so eine Sache, ne? Es geht alles super schnell, weil wir haben natürlich ein Limit. Wenn du im Fernsehen läufst, dann kannst du nicht einfach zu lang oder auch zu kurz sein. Und ja, genau diese 15, 16, 17 Minuten zu treffen... Irgendwer muss halt raus. Man kann es aber auch verstehen, ich meine, die Leute warten, ne? 20.15 Uhr kommt schon Heidi. So, da kann ich schon verstehen, was wir weiter gucken wollen. Wir laufen ja vor Bernd das Brot, ne? Alle warten auf Bernd das Brot. Bernd das Brot, Alter. So ein Dream. Einfach vor Bernd das Brot, Alter. Ey. Vor dem Superstar. Der Headliner von Kika. Ich hätte als Kind so Angst vor dem, ne? Richtig toll, Alter. Ohne Scheiß. Im Anime-Bereich und wir wechseln von diesem Big Player zu den Big Three und kommen zur nächsten ich wusste Frage. Schon. Ich würde gerne wissen, welcher der Big Three-Manga startete denn als erstes in Japan? War das A, Naruto? War das B, One Piece? Ich habe da kurz überlegt, aber ich wusste, dass One Piece 97 irgendwas war, Naruto glaube ich 99. Bleach, da war ich überrascht. Weiß ich nicht. Manche wussten das nicht und ich war übelst überrascht. Ich dachte, das weiß jeder. So, wir wollten soft anfangen. Oder vielleicht doch C. Er ist schwierig, weil es halt da dran ist, ne? Aber jetzt um eure Antworten bitten. Jetzt sind sie alle eingetrudelt auf meinem Tablet. Und die richtige Antwort lautet One Piece. Los ging's. Er hat Haruna gar nicht... Doch. Haruna. Doch. Ach hier, ich sehe es. Ja, okay. Im Jahr 1997, da wurden erstmals die Segel gehisst und Ruffys Reise auf die Grand Line nahm ihren Anfang. Wir kommen zur dritten und damit... Das ist sicher so, ich bin so ein NPC, Alter, scheiße. Ey, bist du eigentlich zum ersten Mal im deutschen Fernsehen mit der Show? Ja, safe. Also ich wüsste nicht, wo ich vorher im deutschen Fernsehen gewesen bin. Also ich habe, also bei Schlag den Star war ich noch nicht, ich arbeite darauf hin, aber dort war ich leider noch nicht, ja. Frage in der ersten Rubrik im Classic Quiz, die da lautet. Welches dieser Werke stammt ursprünglich nicht aus Japan? War das vielleicht A, Beastars? War es B, One Punch Man? Ich fand das cool mit, oder C, dass Beastars drin war. Solo Leveling. Weil das hört sich irgendwie so an, so, ja, Beastars könnte... Haruna so, Shimata, I don't know, Wakaranai. Ey, ich weiß noch, wie ich mir dieses Beastars-Ding überlegt habe, ne? Weil, keine Ahnung, die Frage war irgendwie zu leicht. Vor allem, wir hatten am Anfang immer 4 Antwortmöglichkeiten statt 3. Und das Geile war, ich konnte dann immer bei der vierten einen geilen Joke einbauen oder so, ne? Und dann wurde die Frage, also viele Fragen wurden dann übelst leicht, dadurch, dass eine weggefallen ist. Aber dieses Beastars-Ding hat, glaube ich, gut verwirrt. So, hat funktioniert, wie es geplant war. Und ich löse auf. Die richtige Antwort lautet C. Es ist Solo-Leveling. Damit geht diese Runde an euch und in der Konsequenz auch ein Energiepunkt, der dann fürs Finale wichtig sein wird. Wir machen weiter mit Runde 2. Weiter geht's mit dem Emoji-Quiz. Alter. Wir sind auf der Suche nach 3 Charakteren aus dem Anime. Verkackt. Ja, ich glaube, da war eins mit Inosuke, da habe ich mega verkackt. Da wusste ich echt. Manga-Universum. Und als Hinweise bekommt ihr von mir Emojis. Und hier kommt es auch schon. Was ist das? Mond.
Da sehen wir einen Mond und da wird auch schon geflüstert. Da sehen wir eine Katze und dann wird auch schon gebuzzert. Da war ich mir sicher beim ersten, aber ne, nicht ganz sicher. Ich bin mir im Mond schon sehr sicher, aber man wartet hier ab. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Sailor Moon ist. Stark. Natürlich ist das eloquente Antwort. Oh mein Gott. Der Mond und die Katze waren ausschlaggebend für die richtige Antwort. Ich will nur mal eine Sache sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das gleich in der TV-Variante sehen wird, ne? Aber ich muss ja meinen Ruf retten. Ne? Pass auf. Also, ich komme ja aus einem respektablen Haus. Ich wurde ja gut erzogen, ja? Und bei mir ist es so, wenn man ein Spiel spielt mit einem Buzzer, okay? Die UFO-Flasche ist der Buzzer. Dann hat die Hand hier hinzugehören, okay? Wenn man gewiss, dann gehört die nicht hier hin, weil das ist nicht regelkonform. Aber der liebe Olter hat mir dann nach der ersten Session gesagt, ach du, wir haben da gar keine Regel gemacht, das machst du, wie du willst. Und dann dachte ich mir auch so, ja geil, Digga, einfach eine Sekunde später gebuzzert. Das ist das Ding, ne? Da bist du zu großer Sportsmann. Also man durfte original die Hand über dem Buzzer haben. Und ich habe mich immer gewundert, warum das keiner macht. So, also schau mal, du bist ein Sportsmann, ne? Ich bin ein Gauner. So, ich würde das die ganze Zeit machen, Alter. Ich muss sagen, ich habe nicht so sehr darauf geachtet, was die anderen machen, ob die jetzt ihren Buzzer, die Hand da über dem Buzzer haben. Aber ich habe mir dann nach der Dings gesagt, boah, ich war ein bisschen langsam, warum eigentlich? Aber ich muss sagen, ich habe auch einen Buzzer-Traum aus einem anderen Format. Da wurde ich auch immer wieder geschlagen beim Buzzern. Aber das ist auch das Krasse, ne? So, da macht manchmal eine Millisekunde alles aus bei diesem Format. Das ist crazy. Safe. Ich habe das so oft gemerkt, ne? Die Typen, die einfach gehovert haben, die einfach über dem Buzzer waren, die haben übelst oft einfach einen Punkt bekommen, weil diese Armlänge gefehlt hat. Klar, wenn man so legt, wenn du so bist, ist ja der Weg noch so. Wenn du so bist, musst du aber hoch und runter. Heftig. Was war deine Erfahrung mit dem Buzzern, was du gemeint hast? Deine schlechte Erfahrung? Ach, bei Rocket Beans Wirt hat mich nicht abgezogen, Alter. Ich schwöre, aber sein Buzzer ging schneller als meiner. Sein Buzzer war geisteskrank. Er hat mich so auseinandergenommen mit seinem scheiß Buzzer. Das war nicht mehr normal. Aber ich sage, ich muss da eh nochmal hin wegen Revanche. Das ist echt wirklich... Runde 2, hier kommt das erste Symbol. Oh, war das die Noske? Und hier sehen wir über schon mit zwei Schwertern, ne? Eine Explosion. Ja, ich war los, Ey, das ist aber auch bodenlos. Ey, also es macht schon Sinn im Nachhinein, aber ich sag ehrlich, ein bisschen bodenlos. Ey, weißt du, was ich da stark finde, Mann? Das erste Symbol zeigt eigentlich übelst viel über den Charakter. Und die anderen zwei verwirren dann voll. Ja, und beim letzten weiß wieder jeder. Die Sache ist halt so, okay, zwei Schwerter heißt jetzt Schwerter allgemein oder ist es bezogen auf zwei Schwerter? Das war so ein bisschen okay. Das ist die Sache. Also ich würde auch nicht buzzern, sag ich dir ehrlich. Ich würde auch aufs Letzte warten. Und offensichtlich handelt es sich um einen Charakter. Oh, cool. Der Inoske heißt, ganz genau. Die Wildschweinmaske hat ihn schlussendlich überführt. Punkt für euch. Wie steht ihr denn? Hier war auch übelst Timing. Also wenn du die Schweinemaske siehst, jeder weiß Bescheid. Ja, safe, ja, auf jeden Fall. Was macht für dich den Reiz an Demon Slayer aus? Ist es die Geschichte, sind es die Charaktere? Charaktere, also so viele verschiedene Charaktere, auch coole Charakterdesigns und viele verschiedene Attacken. Demon Slayer auf jeden Fall. Würdest du auch sagen, Unter, ne? Die Charaktere bei Demon Slayer machen es doch aus, ne? Oder? Die Charaktere machen es aus, dass ich Demon Slayer nicht feiere. Fall Animation Carry. Über jeden Zweifel erhaben. Fantastisch, was das Studio UFO Table hier abliefert. Digga, Nino hat ja eine frische Uhr, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht gemerkt. Alter. Drip out, man. Wir machen weiter mit dem dritten und damit letzten Emoji-Quiz. Boah, was war das nochmal? Orange. Ja, easy. Ah, okay. Da sehen wir ein Süppchen. Hey, hab ich so lange gebraucht? Hab ich nicht gebraucht? Ey! Naruto Uzumaki. Richtig, Max war schneller und Max liegt hier vor. Ey, Ruffy, das müsste schneller gehen, Mann. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe ab und an auch mal ein bisschen mit ihr geredet, weil ich so wollte, dass sie auch buzzert. Das kann auch so ein Ding gewesen sein. Aber Max war auch schon schnell. Ich gebe zu, Max war schnell. Ehrlich. Ey, Max war stark. Der hat echt, Alter, der Typ hat echt viel gecarried, Mann. Das werden wir später noch sehen. Ja, Leute, ich bin Fake Naruto-Fan, was soll ich tun? Fake Naruto-Fan. Der Rahmen und die entsprechende Zutat hat ihn überführt. Max und Melon entscheiden diese Disziplin für sich. Ein weiterer Punkt auf eurem Energiepunktekonto aufgrund deines fundierten Naruto-Wissens. Und Stichwort Naruto. Wusstet ihr eigentlich, dass Naruto auf einem Yokai basiert? Ihr fragt euch, was ein Yokai ist. Jetzt kommen die Zwischensequenzen, die ich noch gar nicht kenne, glaube ich. Ja, Mann, stimmt, die habt ihr nicht gesehen. Richtig viel. Oh, 19! Ja. Im deutschen Fernsehen. Viele Anime-Charaktere basieren auf Yokai oder Kami. Sei ehrlich, da war ein Versprecher, das höre ich doch raus. Warte mal. Nein. Doch, warte, das höre ich raus. Richtig viele Anime-Charaktere basieren auf Yokai. Nein. Da war kein Versprecher. Katterschuld. Katterschuld. Oder Kami. Zum Beispiel der Kitsune. Wesen, die darauf basieren, sind zum Beispiel Kurama, Vulnona oder Renamon. Boah, Bruder, Renamon war Peak, Alter. Ey, unnormal. Achte auf meine Arme, Mann. Die ersten Aufnahmen, Kitsune, ne? Mit blauen
die ersten Aufnahmen, man war so nervös, weil halt einfach so viele Leute da waren. Weißt? Ich hab zum ersten Mal Greenscreen und so. Die Voreinstand quasi, ne? Ja, okay. Genau, ja. Lam, sie sind auch in der Lage, Besitz von Menschen zu ergreifen, wie man das bei Naruto und Kurama sieht. Und in der Regel hat der Kitsune zwei oder mehr Schwänze. Das ist bei allen Kitsune und dann? ich wollte gerade sagen, ne, wie viele Leute mir dieses Bild geschickt haben, irgendwie als Meme. Zum Beispiel. Ich frag unseren Cutter, was wollen wir essen gehen und so, ne? Und der schickt mir einfach das Bild. Oh, das ist ja geil, Alter. Mindestens zwei Schwänze. Der Joke, Alter. In drei Beispielen der Fall. Viele von ihnen haben eine menschliche Gangart, was man bei Renamon sieht, aber zum Beispiel Kurama läuft... Ja, menschliche Gangart von Renamon hat doch für ganz, ganz viele böse Fanarts gesorgt, weil sehr viele Anime-Fans sehr krank sind. Alter. Renamon ist thick auf jeden Fall. Auf vier Beinen, solche Kitsune gibt's eben auch. Ein weiteres mythologisches Wesen wäre Ashura. Ashura ist ein von Wut durchtriebener Dämon, der in der Regel drei Köpfe hat. Das sieht man zum Beispiel bei Zorro. Findet man auch ab und an in der Shisha-Bar. Zorros neuen Schwerterstil oder bei Pains Ashura-Form. Außerdem hat er meistens vier oder sechs Arme, wie man zum Beispiel bei Susamaru oder bei den beiden anderen sehen kann. Genau wie wir in unseren Werken viel religiösen Bezug haben, ist das auch in Japan mit der Mythologie und vor allem mit den Yokai und den Kami. Geil, voll cool, finde ich nice. Geile Zwischensequenz. Herzlichen Dank an meinen lieben Redaktionskollegen Chris und wir machen weiter mit dem nächsten Battle. Wir sind auf der Suche nach drei Anime- oder Manga-Franchises und um denen auf die Schliche zu kommen, bekommt ihr von mir Hinweis. Oh, danke, danke. Einen nach dem anderen. Wir starten durch. Der gesuchte Anime beinhaltet viel Comedy. Ach so, ja. Und ist eher entspannt. Bei Family würde ich jetzt sagen, das ist mein Kopf, aber keine Der Ahnung. Anime dreht sich rund ja, um okay. einen Mann. Ja, krass. Okay, wusstest du es noch oder war das jetzt gerade einfach nur wegen dem ersten Hinweis? Nee, ich glaube, ich habe es noch im Kopf. Ja, es ist ja ziemlich offensichtlich, ne? Es ist so, Das ist immer so ein Ding aus dem, Digga, wie sagt man das, ne? Also, man will auch so ein bisschen die Kids mitnehmen, you know? Ach, Bruder, du musst durchziehen, Mann. Du musst einfach buzzern und dann kannst du das Kind nochmal ranlassen. Kind. Ja. Spy X Family. Spy Family ist die richtige Antwort. Es handelt sich natürlich um die Charaktere Lloyd, Yor und Anya, Mann, Frau und Kind. Ein sehr beliebter YouTube-Kommentare werden so bodenlos. Spionage-Anime. In dem Anime geht es darum, seine Träume zu wahren. Oh, das war smart. Das fand ich sehr gut gemacht. Das war Hinweis Nummer zwei. Der Hauptcharakter des Animes trägt meistens... Alter. Ja, er hat mich auseinandergenommen, ja. Boah. Du hättest dieses eine Wort nur gebraucht, ne? Ja, aber guck mal, das Ding ist, pass auf, zu dem Thema. Ich habe das erste verkackt, deswegen dachte ich mir, okay, ich muss jetzt schnell sein. Ich wusste, wenn er jetzt Stroh sagt, wird er sofort buzzern. Deswegen dachte ich, ich bin smart und ich buzzer davor. Also ich wusste ja, klar, es wird noch ein Wort sein und ich hätte auch warten können, aber ich wusste, okay, wenn das Wort kommt, ist safe verloren. Weil der andere schneller buzzert. Deswegen habe ich vorher gebuzzert. Ach, crazy. Das Ding ist halt, ne, die Leute checken nicht, dass man die ganze Zeit gegen zwei andere Personen spielt und somit auch gegen die Zeit. Automatisch buzzerst du entweder zu früh oder zu spät. Was anderes gibt es einfach nicht. Und das macht das Ganze so viel schwieriger für die Teilnehmer. Ist crazy. Ja, safe. Ich jetzt gedribbelt das könnte jetzt natürlich alles sein. Eine Ritterrüstung, cool. Ein Strohhut. Ich glaube, du hast mich gedribbelt, aber wir müssen aufholen. Ich sag, wir suchen den Anime-Manga One Piece. Falsch. Du hast vermutlich auf den Strohhut spekuliert. Das habe ich wirklich, ja. Ganz so einfach wollen wir es euch nicht machen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch alle weiteren Hinweise in Ruhe. Der Text sollte auch gestoppt werden, wenn jemand buzzert. Aber wir haben den Text ja gar nicht gesehen. Also ihr habt den Text nicht gesehen, aber die Zuschauer jetzt beim Video, ne? Und das verstehe ich. Die Leute, genau, die können da nicht mehr mitgessen. So. Während du noch so überlegst, weil dir dieses eine Wort fehlt, haben sie schon. Ja, das wäre cool gewesen, ne? Wenn es das eine Wort gefehlt hätte. Ja, stimmt. Das wäre schon geil gewesen. Zu hören. Also, der Hauptcharakter des Animes trägt keinen Strohhut, sondern meistens Stiefel. In dem Anime gibt es eine böse Organisation, die sich als Spinne bezeichnet. Vierter Hinweis, in dem Anime gibt es ein kompliziertes Kampfsystem, das sich nennt. Und das ist korrekt. Der nächste Punkt für Max und Max carried, Mallet. Alter. Wir kommen zum dritten gesuchten Anime- oder Manga-Franchise. Auch hier gibt es von mir wieder einige Hinweise. Ein Großteil des Animes spielt sich in einer Schule ab. Hinweis Nummer zwei. Der Anime spielt in einer Welt, die unserer sehr ähnelt. Hinweis Nummer drei. Ja, ich sag mal Hero, glaube ich. In dem Anime geht es, Achtung,
um sehr viele... Alter Brudi, du musst buzzern, wenn du es weißt, Mann. Ja, aber siehst du, die waren doch schnell genug. Letztes Mal waren Victoria und Ruffy ein klein bisschen Harry. Schneller und das sollte ja eigentlich... Ey, war ein gutes Team, Victoria, was glaubst du? Wahrscheinlich My Hero Academia. Wir suchen natürlich My Hero Academia. Herzlichen Glückwunsch. Punkt für euch. Unterm Strich hat es aber leider nicht ganz gereicht, um euch einen Energiepunkt zu ergattern. Der geht erneut an Max und Melon Soda. Bei uns geht es weiter mit der Rubrik Musikquiz. Ich weiß gar nicht mehr, was das unsere liebe Band. Ich weiß aus dem Kopf, bei einem war, hatte ich vor das Fliegen des Marios. Tag der Helden hat zwei Musikstücke aus dem Popkultur-Universum für euch neu interpretiert und eingespielt. Und ihr müsst diese Musikstücke jetzt erkennen. Ich verlasse mich auf dich. Zelda. Ja. Aber ich weiß, in einem Moment bin ich nicht drauf gekommen, also 0. 0, 0. Ich dachte, David. Ich dachte, das könnte so ein Mario Bowser Level sein auch. Keine Ahnung. Ja. Warum. Ich würde so gern wissen, wie ich da abschneiden würde, weil ich war bei den Aufnahmen dabei und so, ne? Und deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich da gut oder schlecht wäre. Ja, Musik ist sehr schwer. Also auch bei, als wir bei den Datteltäter waren, du so, wenn du Musik bietest, die du hörst, wir reden natürlich in einer anderen Soundlage, also anderes Instrument ist schon schwer. Das sieht aus wie Ontan mit langen Haaren. Ey, das sagen so. Eine Anime-Melodie und ich bin mir ziemlich sicher, die kennt ihr jetzt. Bitteschön. Sailor Moon? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, da bin ich komplett raus, war auch mit Ehre raus. Ey, das hätte ich auch nicht gewusst. Raus. Aber weißt du, was das Schlimme ist, ne? Man kennt die Melodie, aber ich würde sagen, Alter, woher ist das? Das könnte alles sein. Ja, ich hätte es nie zuhören können. Never. Ey, der Typ, ne? Der Linke von den beiden. Das ist einfach so ein Dude aus Frankreich, der extra gekommen ist, um den Track mitzuspielen. Digga, wie krank, Bro. Ich chill da so im Studio und auf einmal kommt da so ein Typ und redet irgendwas auf Französisch. Ich war nicht so. Hä, was? Und dann habe ich es gepeilt. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Gesucht war natürlich das Thema aus Sailor Moon, ein sehr bekannter 90er-Jahre-Anime um das wohl bekannteste Magical Girl in der Geschichte der Anime. Soll heißen, es bleibt beim 1:0 für euch. Ja, bestes Magical Girl Anime-Geschichte ist Schwarzes Magier-Mädchen. No contest, Bro, sag ich ehrlich. Sailor Moon, no competition. Boah, da gibt's noch ein paar andere Magical Girls, aber... da gibt's noch ein paar andere Magical Girls. Fürs Oha, Digga, wie viele Punkte die hatten? Die Auflösung an. Aber das heißt noch gar nichts. Bro, er hat so gefühlt. Er hat crazy. So gefühlt. Das coolste Gadget ist für mich auf jeden Fall das Schwert Excalibur aus Soul Eater. Aha. Kennst du den? Aus Soul Eater? Ja. Wo ist der Unterschied da aus dem traditionellen Excalibur? Oder sagst du das noch gleich? Ah, der ist danach benannt. Ja, ich erkläre das gleich. Lass es mal schauen. Wissen, dieses Schwert ist mit Abstand das stärkste Gadget in ganz Soul Eater, aber keiner will damit kämpfen, weil er führt quasi ein Eigenleben und das ist eine Kreatur, die richtig, richtig viel labert. Ach, und das cool. Hält einfach keiner aus. Er kommt auch in Fire Force vor, oder was? Also in Fire Force hat ja Arthur auch... Alter, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, Mann. Das hängt auf jeden Fall zusammen, ne? Okay. Und in Soul Eater gibt es auch dieses Excalibur und in der echten Mythologie kann das ja keiner aus dem Stein ziehen. Ne? Ja. Und in Soul Eater ist es so, dass der dich einfach voll labert, sobald du den benutzt. Das ist auch geil. Der ist so OP, ne? Du könntest jeden Antagonist mit dem besiegen, aber keiner hat Bock auf sein Gelaber. So. Deswegen lässt jeder Excalibur links liegen, obwohl er so verdammt stark krass, ist. Das ist voll cool. Oh, Hartung sagt doch, komm, duel das. Das Gadget überhaupt ist die duel das aufs Video. Einfach gecallt. Ungewöhnliche Kreaturen. Und in diesem Alter, Slifer sein Design. Bro, Yugi, guck mal, Yugi ist einfach anders, bro. So Drip, man. Es ist insane. Oh, normal. Plötzlich eine Dual Disc. Oh, cool. Ein Dual Disc ist einfach ein Gerät, das dabei hilft, Figuren zum Leben zu erwecken und Hologramme von ihnen zu erzeugen. Ganz ehrlich, ich feiere alle Sachen aus Detektiv Con. Die Brille, die der hat, der Con, dann das Skateboard, wo der einfach rasend schnell mit ist. Die Schuhe, wo schöne er einfach Manga-Animation. Fenster und weiß ich nicht, was alles. Ja, man, wie mit dem Skateboard reinfährt. Hätte ich auch alles gerne gehabt früher. Hatte ich aber nicht.
Wir starten in die letzte Disziplin, in das große Finale von Tanoshi, das Anime- und Manga-Wars, und zwar mit einem hauchdünnen Vorsprung für Max. Hauchdünn, Bro. Ihr bekommt von mir einige Fragen gestellt, natürlich zum Thema Anime und oder Manga. Wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, zieht ihr damit dem gegnerischen Team einen Energiepunkt ab. Antwortet ihr falsch, verliert ihr selber einen Energiepunkt. Und das machen wir so lange, bis der Energiepunktestand eines Teams bei Null angelangt ist. Ihr seid bereit, ihr seid motiviert. Wie heißt Yuji aus Jujutsu Kaisen mit Easy. Chef, er hat mich wieder gedribbelt, Digga. Er sagt mir, wie heißt Yuji aus Jujutsu Kaisen mit Spitznamen? Fuck! Ah, jetzt bist du heiß gelaufen. Wäre denn der Rest der Frage gewesen? Nachname. Natürlich. Mit Nachnamen Itadori. Ich hab mich wie in der Schule gefühlt, Bonino, Digga. Wie geht die Frage zu dir? Nachname, bitte nicht hauen. Ah! Itadori ist richtig. Wie lautet der Spitzname von Edward Newgate aus One Piece? Hä? Wie lautet der... Ah, genau. Hier, ja, genau, hier war es so, ich wusste es eigentlich, aber ich war mir nicht sicher, ob Spitzname Whitebeard ist. Ich habe kurz überlegt, gibt es noch irgendwie einen anderen Namen? Ist Vater der Spitzname, was auch blöd so... Deswegen habe ich überlegt, ob es. Aber dann dachte ich, okay, es kann nur Whitebeard sein. Ja, ja, das ist die Sache bei One Piece, ne? Die haben alle 5 Namen, einen ja. Mittelnamen und dann noch ein D irgendwo. Ja, Digga, muss ich dir nicht sagen, ne? Ein D irgendwo haben. Ne, 2. Mittelname von Edward Newgate aus One Piece, Ruffy. Ich weiß nicht, ob ich die Frage vielleicht missinterpretiere, aber eigentlich ja Whitebeard. Und Whitebeard ist auf alle Fälle richtig. Hey! Der 2. Punkt für Victoria. Und Ruffy, ihr macht es richtig spannend. Wir sind Spitzname Big Eddie, Big Ed. In einem Gleichstand von 4-4, euer Vorsprung ist dahin geschmolzen. Konzentration, wie heißt der Mangaka hinter Bleach? Da bin ich ehrlich? Da hast du gegönnt, ne? Da habe ich kurz Aussetzer gehabt, glaube ich. Da habe ich ganz kurz so einen Blackout gehabt. Warte mal, hä? Kenn ich doch. Ich kenne doch alle scheiß Mangaka. Aber war ich so froh, dass sie gebuzzert hat, weil ich dachte, ich könnte buzzern, aber mich blamieren vielleicht. Kubo? Ich dachte, hast du ihr gegönnt, weil sie Bleach so feiert. Wüsstest du denn? Ja, habe ich natürlich gemacht. Ja, habe ich gegönnt. Ja, sehr gut, dass das auch ey, bis heute frage ich mich, ob der Tide oder Tite Kubo heißt. Lass Tide nehmen, weil Tide hört sich geil an. Tide. Stimmt, ja. Tide Kubo. Vornamen auch noch. Tide oder so? Tite Kubo wäre es gewesen. Ruffy ballt die Fäuste, denn so schnell wendet sich das Blatt. Ja, ich schaue und welche schon führt ihr. Farbe ja, so geht das. All Might aus My Hero Academia und Max war dieses Mal schneller. Blond. Und das ist natürlich richtig. Punkt für euch. Ich glaube, da war so, Digga, das war so voll random. Auf einmal so eine Frage, welche Haarfarbe war Son Goku? Blond, schwarz, easy, hä? Welcher Held ist die berühmteste Schöpfung von Mangaka Osamu? Oh ja, das war stark. Das war stark. Das war stark, gebe ich zu. Das war ein starker Punkt. Astro Boy, vollkommen richtig. Ey, hätte ich nie gedacht, Mann, dass das jemand erneute weiß. Führung das für euch. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Wie heißt der Hauptcharakter aus dem Fußball-Manga? Siehst du, da wurde er belohnt dafür. Er wurde belohnt dafür. Das stimmt, eigentlich hätte Nino hier aufhören sollen. Isagi? Ah, nee. Er hat er nicht, hat er nicht. Das ist richtig. Aber Isagi, Max, Bro, der hat jetzt gefühlt 3 Punkte hintereinander. Das ist schon krass. Also der hat wirklich heftig gespielt. In jeder Runde, wo er dabei war. Er hat ja Blue Lock auch gefühlt. Ich glaube, sein TikTok-Name ist auch Blue Lock. Also er war Blue Lock Main. Und ich glaube, funny enough, ich glaube, er war Blue Lock Main und er war nicht mal Fußball interessiert. Das hat mich surprised. Das ist crazy, Mann. Aber muss man für Blue Lock, finde ich. Muss man nicht. Ich gebe auch einen Scheiß auf Volleyball, aber ich finde Heike cool. Aber bei Fußball würde ich schon sagen, die meisten, die Fußball-Anime mögen, die feiern auch Fußball so an sich. Deswegen ist das, fand ich schon. Aber ey, ich sag ehrlich, neue Generation, ganz anders als wir mit dem ganzen Shit aufgewachsen sind. Komplett anders. Ey, übel. Welche Teamnummer hatte das Team von Naruto, Sasuke und 7. Sakura. Ja. Die Nummer 7 ist richtig. Punkt für Victoria und Ruffy. Wie heißt der Hauptcharakter? Aber stark, Mann. Immer noch keine Hand über den Buzzer, Alter. Das ist echt ein Sportsmann. Und die Frage, Mann, die hat ja komplett auseinandergenommen. JoJo's Bizarre Adventure. Oh nein! Ja, ach so scheiße! Nein, das hab ich vergessen! Ja, das war strong. Ja, scheiße. Nein! Ha. Zu viel gedrückt. Da hast du vielleicht ein bisschen... Ich habe ein Mindset, weil ich habe überlegt, okay, Onsen und Harus haben da dann mitgedoktert, deswegen habe ich überlegt, okay, was könnte es sein? Die nehmen noch. Ich glaube, ich habe sogar Jotaro gesagt. Ich dachte mir so, die nehmen noch safe Jotaro. Ja. Zu früh. Dein Guess war richtig gut.
Weil eigentlich ist Part 3 halt so der bekannteste, ne? So eigentlich war schon richtig gegessen. Okay, dann... Es gibt ja mehrere Parts. Ja, ja, ich weiß. Wir suchen natürlich den Hauptcharakter aus einem bestimmten Part und diesen Part musst du halt jetzt spekulieren. Was glaubst du? Okay, ich spekuliere. Ich sage... Wie geil wäre das aber, wenn ich das gecallt hätte, dann wäre ich der Held des Tages gewesen. Das wäre crazy. Und dann, Alter, und dann den letzten Punkt noch holen. Ja, das aber das crazy. War super schwer, Mann. Das Jojo, Alter, es sind inzwischen 9 Parts, Mann. Also, ja, du musstest. Das ist leider falsch. Das ist leider falsch. Gesucht wäre Part 2, Joseph Joestar. Und damit steht das Gewinnerteam fest. Herzlichen Glückwunsch an Max und Melon. Oh Mann, wir bekommen sogar Virtual Reality tolle Kandidaten. Ja, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ihr wart ein tolles Publikum. Anime werden das Universum retten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Geil. Du Beste, Mann. Geil. Er sagt das am Ende von jeder Folge. Anime werden das Universum. Ja, das ist ja sein Ding, Digga. Das ist sein Marketing. Okay, aber Leute, wir gehen auch rein in nächste Folge, in die erste Folge. Die habe ich selber noch nicht geschaut. Okay, also Folge 1 war mit Lazar und... Sergio, okay. Geil. Ich kann wieder mitstarten, Digga. Ich bin dabei. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Oh, Bro. Digga. Absoluter Lederdrop jetzt hier am Start. Sheesh. Zum Thema Anime und Manga mit einer neuen Ausgabe und natürlich erneut mit 4 Experten und Expertinnen, die ich ganz herzlich begrüßen darf. Aki tritt heute gemeinsam mit Creator Lazar in den Ring und ihr beiden... so kenne ich ihn aber auch, ne? Ich schwöre dir, so kenne ich ihn aber auch. Leaf Drake von Amagi. Das könnte sich original tätowieren, so. Das ist so der erste Satz, an den man denkt, wenn man an Lazar denkt. Du bekommst zu tun mit Marie und Sergio. Marie spielt Soundtracks auf dem Klavier. Oh, sorry! Sergio, leidenschaftlicher Tänzer, okay. Ey, Sergio, schön, dass bester ihr Mann. Da seid. Wir sind startklar und legen los. Ey, auf wen tippst du? Also gut, ne? Also Leute, es gibt ja noch eine Folge, wo ich auch noch am Start bin, ne? Und da habe ich ja gegen Marie gespielt. Sie war. Aha. Sie war eigentlich echt gut. Bei Marie ist crazy, sie kennt sich übelst gut aus, aber ich glaube, das war das dann vor der Kamera, das nicht so schnell gefunzt hat, weil eigentlich, Alter, Marie hat so geschaut und gelesen, ist krass. Ich tipp schon auf Lazars Team. Ja doch, ich denke schon, dass er das macht. Wie heißt das sprechende Katzen-Pokémon von Team Rocket? Ist das A, Miau? Ist das B, Miauz, genau? Ach so, oder Digga. Oder ist das C, vielleicht Miauz, genau. Alle Antworten sind eingeloggt. Imagine, alle Alter. Ich bin direkt nach Hause sind gegangen. Auch die gleichen und die richtigen. Denn natürlich ist das Mauzi, easy. Oder wie Mauzi eben sagen würde. Einsteigerfrage, genau. Und damit haben wir direkt eine Punkteteilung. Beide Teams starten mit der vollen Punktzahl, also mit 2 Punkten in die zweite Frage. Der Anime Steins Gate spielt in Tokios Stadtteil Akihabara. Wofür ist... Crazy Ort doch übrigens, Leute, ne? Warst du, als du da warst? Ja. Das ist krank, Alter. Das ist wie im Anime, Digga. Das ist legit so. Die Leute, die rumlaufen, sind doch teilweise genauso wie im Anime. Es ist crazy. Dieser Stadtteil bekannt. A. Elektronik und japanische Popkultur. B. Eine Vielzahl an... Also C auf jeden Fall schon mal nicht. Rahmenshops. Oder traditionelle Architektur, Alter. Gebäudearchitektur. Oh nein! Der Blick. Elektronik und. Aber schade, ich hätte jetzt gerne gewusst, ob das von Lazar eingeloggt ist oder nicht. Ja, wir wollten niemanden blamen, ja, weißt du? Ja, bei der safe Runde ist doch so. Besser so. Ja, ja. Japanische Pop- aber man sieht es an den Gesichtern. Das war eine schwere Frage. Ja! Ich hoffe, dass er es gemacht hat. Ich hoffe so sehr. Ein Pünktchen für euch in Romantic Killer. Oh Gott. Werden Kakerlaken absichtlich nicht dargestellt. Hä? Bro, was habt ihr denn da gekocht? In Romantic Killer werden Kakerlaken nicht dargestellt? Ja. Was für Romantic Killer? Wo bist du denn abgebogen? Ey, das ist so ein Netflix-Ding, Mann. So ein Romance, so ein Romcom. Ach, Schlava. Ich möchte gerne wissen. Killer werden Kakerlaken. Runzig gewinnt Kakerlaken. Ach, welche okay. Form haben sie okay. Dessen? Also, warte noch auf die Antworten. Erdbeer. Schokodonut, Bananenbrot. Das Ding ist, ne, da kommen die ganze Zeit Kakerlaken vor in diesem Anime. Nicht so, Spoiler-Chat. Okay, und du auch nicht online. Ich gucke nicht auf den Chat. Weiter, nee, ohne zu spoilern. Ich erkläre es dir nur, ohne zu spoilern. Da, die Kakerlaken, die siehst du nicht. Stattdessen ist da was anderes. Da läuft etwas anderes über den Boden. So quasi... Aus Zensurgründen so, weil der Hauptcharakter findet Kakerlaken eklig. Das ist so ein Running Gag, der in jeder Folge vorkommt, gefühlt. Also,
Ich würde sagen, aus dem Ding Schokodonut. Erdbeerkuchen, B, Schokodonuts oder C, Bananenbrot. Was glaubt ihr? Durch was wurden die Insekten ersetzt in dieser Anime-Serie? Eure Antworten bitte jetzt hart. Einloggen. Und erneut wurden drei richtige... Ich glaube, Erdbeerkuchen ist wieder so ein Japan-Ding, ne? Glaube ich. Die naja, viel mehr als Schokodonut. Ja. Antworten ja, abgegeben. Die Frage war für die Girls. Shit, ey. Ja, da hätte ich nicht reingekackt. Zwei weitere Pünktchen auf euer Konto. Soll heißen, der erste Energiepunkt wandert auf euer Energiepunkte-Konto. Und diese Energiepunkte werden am Ende der Sendung ganz besonders wichtig sein. Wir machen wenn Sergio gewinnt und nicht anfängt zu tanzen, bin ich enttäuscht. Erstmal weiter mit der zweiten Disziplin. Viel Spaß bei der Heimfahrt. Oh, Digga. Okay, ey, Lazars, die muss gewinnen jetzt. Ich schwöre, bei jeglicher Ehre, die er hat, er muss gewinnen. Schau Lazars einen Blick. Oh nein. Wir suchen drei Charaktere. Guck mal, er ist nicht locked in. Er ist nicht locked in. Guck ihn dir an. Aus dem Anime- oder Manga-Universum. Und die müsst ihr anhand von Emojis erraten. Wir starten mit dem Emoji-Quiz und dem ersten Hinweis. Wer wird hier gesucht? Boah, was? Schrei rein, wenn du es weißt. Ja. Chopper! So, da sehen wir aber ein so falsch? Mensch, nein, ein ehrlich? Pilz, ein Krankenhaus. Ja. Aber mich wundert es, warum die so lange gebraucht haben. Ja, man ist sich halt so unsicher, ne? Weil das ist ja so gar nicht Rätiermäßig, aber ja. Ja. Und das ist... Nein, Lazars! Er war nicht schnell genug. Er liebt nicht Dragon Ball Magi und One Piece. Hinweis, den wir Chopper. Joni Chopper, den Schiffsjagd der Strohhut-Piraten. Und ja, ich glaube, der Pilz verwirrt. Ja, safe, aber macht schon Sinn. Und Sergio. Ich finde Emoji-Quiz aber selber auch sehr schwer, also nicht lösen, sondern zu machen, weil der Schwierigkeitsgrad super hart ist. Ja, übel. Also es ist voll schwer einzustellen. Das Krasse ist ja, alles, was wir jetzt geschrieben haben und so, wir haben zwar viel getestet mit Kids und mit Umfragen und alles Mögliche, aber du weißt nicht, wie es am Ende in der Show wird, wenn die Leute da stehen vor der Kamera und so. Ja, also, ist zum anders. Also auf jeden Fall leichter bei Season 2, aber es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, ich glaube auch, safe. Die Farbe könnte Zorro sein. Und die Farbe schwarz. Könnte Zorro sein. Da liegt doch die Antwort eigentlich schon auf der Hand. Tanjiro? Und Dings Muster, ne? Mal wieder ja, yes. Doch, stimmt, ja. Und hat okay. Kamado Tanjiro? Ich weiß nicht, haben wir die Dings gesehen, dieses silhouettenmäßig der Emojis? Nee, ne? Nee, die habt ihr glaube ich, nicht gesehen. Ihr habt, glaube ich, nur, wenn das Emoji... Dann habt ihr es gesehen. Es ist tatsächlich Tanjiro. Yes, erzähl uns ganz kurz, Sergio, erzähl uns ganz kurz. Oh, er will schon, Dance Singer, ich sehe schon. Er will schon. Was hat den Ausschlag für deine Theorie gegeben? Waren es die Farben oder dann die Welle? Es war das Wasser. Also. Ja. Klar, es war das Wasser aufgrund der... Wasser. Ja, eigentlich easy, aber ich war irgendwie so bei Zorro, weil ich dachte so grün, okay, Bandana schwarz, also, aber mit dem Wasser schon easy. Das ist das Ding, mit welchem Gedankengang man rangeht. So, weil safe. Wie soll man auf die Idee kommen, dass ich von den Klamotten rede? Der Atemtechnik von. War der falsche Grünton. Tanjiro. Ich höre gerade von Lazar, er beschwert sich, es wäre der falsche Grünton gewesen. Okay. Okay, könnte sehr nicht so sein, aber niemals back-to-back. Back-to-back wird so ehrenlos. Oh, back-to-back wird so ehrenlos. Inne? Erneut ein Blitz, oh Gott, Digga, es kann alles sein. Es kann jeder Blitzzutzer sein. Maus? Warte. Pikachu, ach so! Ich gehe mal davon aus, dass das. Ey, das ist genau das, ne? Du hast jetzt einfach einmal den falschen Gedankengang am Anfang und dann ist es so schwer. Ja, dann hängst du so fest, stimmt, ey. Aki und Lazar, leider kommt dieser Punkt ein bisschen zu spät, denn Marie und Sergio haben ordentlich vorgelegt mit zwei richtigen Antworten. Soll heißen, auch diese Runde geht an euch. Und ja, ich feiere Emoji Quiz so hart. Konto schon cool. Wächst um einen weiteren Punkt. Ich bin gespannt, ob hier was anderes kommt. Pro Pokémon, wir sprachen ja vorhin ganz kurz über den Stadtteil Akihabara in Tokio. Aber natürlich ist Onsen coming? Darf nicht nur nee, ich glaube, da bin ich. Ich auch in meinem persönlichen Lied. Ich weiß, du wolltest mein Mio sein. Na, ich verstehe schon. Ah, ja, genau. Ich check schon. Und wir waren für euch zu Besuch im Pokémon Center in Shibuya. Ah, aber die Aufnahmen sind von mir, Mann. Aus dem Urlaub, wo wir uns auch gesehen haben. Das haben sicher viele von euch gewusst. Aber habt ihr auch gewusst, dass es in Japan mehrere Pokémon-Center gibt? Zwei davon haben... Ich muss vielleicht Hot-Tag machen. Ich liebe Japan, der Todes, ne? Aber ich bin ehrlich, das habe ich dir auch gesagt, ich finde diese Shops und diese Merch-Shops finde ich nicht so eindrucksvoll, bin ich ehrlich. Oft nicht so geil, ne? Es kommt drauf an. Ich war in einem so einem Pokémon-Center, das war so, ja, okay, cool. Da ist ein Mewtwo und das ist nice und so, aber sonst, Alter, weiß ich nicht. Jump-Shop fand ich auch nicht. Mugiwara-Store war auch nicht so.
Keine Ahnung. Ich finde Ghibli-Museum zum Beispiel crazy. Aber und die Ghibli-Shops, ja. Da ist ein bisschen mehr Liebe drin. Aber zum Beispiel der Jump-Store, das wirkt auch gar nicht wie so ein Highlight. Ne? Das wirkt einfach nur wie so ein Bahnhofskiosk im Jump-Style. Aber das Pokémon Center, was du gemeint hast mit Mewtwo und so, das ist, glaube ich, sogar schon so das Krasseste, was es in Japan gibt. Klasse, ja, aber ich wäre für Pokémon-Hater, glaube ich. Habe ich sogar schon selbst besucht. Hier gibt es alles, was euer Pokémon-Fanherz höher schlagen lässt. Allein ja, die Menge an Pokémon genau. Ist so crazy. Ja, genau. Die sind super populär in Japan. Natürlich gibt es auch viele. Ich glaube, ich bin einfach nicht so Fan von Dings, von so einem Merchandise vielleicht. Deswegen gibt mir das nicht so viel. Das könnte sein. Ja, weißt du, was bei mir das Ding ist? Ich sehe dann immer so diesen Trick dahinter, ne? Dass man halt einfach übelst viel Geld macht mit irgendeiner IP und wenn da nicht genug Liebe dahinter steckt, dann fühle ich es irgendwie nicht, Alter. Was ich immer fühle, sind Manga-Shops, wenn du so langläufst und so ein paar Ecken gehst und dann kommst du von einer Abteilung, Digga, die ganz anders aussieht auf einmal, ganz anders. Ob als Plüschi im Pokéball oder als Figur oder auch ja, also, die Auswahl an Merch ist riesig. Darüber hinaus könnt ihr Games zocken oder ganz gemütlich in einem Pokémon-Café etwas essen. Lasst euren Pokémon-Café aber wichtig, 6 Monate vorher anmelden, meine Damen und Herren. Das ist nämlich das Ding in Japan. 6 Monate vorher jedes Café anmelden. Inneren Pokémon-Trainer hier raus, wenn ihr in Japan seid. Oder anstehen. Oder anstehen. Und von meiner lieben Kollegin Nadel nun zu meinem lieben Kollegen Harut, denn der kennt sich nicht nur fantastisch mit. Oh, geil, zeichnen? Ja, Mann. Oh ja, Bro, da freue ich mich drauf. Ich habe so gehofft, dass es bei mir kommt. Zeichnen geht. Und das wird er auch jetzt für euch tun. Harut wird in Summe. Ich will für Staffel 2 das Ontan zeichnet. Auf richtig. Auf richtig Billo. Ey, wir haben es echt überlegt, ne? Das wäre so lustig, Mann. Los geht's. Also, man muss jetzt quasi erraten und buzzern, wenn man weiß, ne? Sobald du es weißt, buzzer, ja. Welche Figur aus dem. Nee. Falsch, Lelouch. Anime und Manga-Universum suchen wir hier. Sieht ein bisschen anders aus, aber es ist nicht zeitgleich. Ayanamios Evangelion. Es ist natürlich. Ey, das war schon schwer, Mann. Oh, Digga, ja, stimmt. Also. Aus der Neon- man hat es an diesem Büschel erkannt, finde ich. Ja. Vielleicht true. Lassen wir den Haru noch kurz zu Ende zeichnen. Aus ja, jetzt persönlichem auch. Interesse, weil ich aber davor könnte es jeder sein, Mann. Evangelion-Fan bin und großer Haru-Fan bin. Wir machen geil. Weiter mit ist dem cool. zweiten gesuchten Charakter. Wen? Suchen wir hier, wen zeichnet Harut in diesem Speeddrawing? Okay, warte mal. Die Form ist schon mal geil. Ja. Hä? Ach, warte mal. Ey. Totoro. Bis jetzt sieht es für mich aus wie Cartman. Wie Cartmans bitte. Kopf. Oh, Totoro, geil. Nein, ich war mal zu Totoro. Das ist natürlich Totoro. Auch bekannt aus dem Pokémon-Film, den legendären Panzerschrank. Aus... Aber Pokémon Totoro gibt's auch in einer anderen Folge. Ja, okay. Ganz kurz noch boah, Digga. Boah, geil. Oh, ey. Also, überclean. Ich liebe das, wie er die Farben gesetzt hat. Das sieht so geil aus. Diese, boah, ja. Geil. Richtig gut. Richtig nice. Kann man auch mal klatschen für Harut? Alter, ich hatte mal einen Turtok bei der ersten Edition. Ja. Der hieß Rey Mysterio. Fällt mir gerade so ein. Rey Mysterio, auch noch das dritte Speed-Drawing an. Der letzte Charakter. Der ist schwer. Boah. Bitte. Edel. Yes. Ich hab's am Dings, am Giga-Chat-Kind. Am Giga-Chat-Kind. Jetzt dürfte es klar sein. Edel, Alter. Edel aus One Piece. Ey, was ein geiles Charakter-Design eigentlich. Ja, wo er ist, wer hier das prominente Vorbild war für sein Design. Achso, Eminem. Es war tatsächlich Eminem. Ja, ganz genau, so sieht's aus. Dafür darf ich dir leider kein extra Pünktchen. Wenn Edel zurückkommt, Bro, alle sterben. Ich sag's dir, alle werden schreien. Das wird so krass. Ja. Mit 4 fantastischen Gästen, einem Punktestand von 5-4 und hochmotivierten Kandidaten und Kandidatinnen starten wir nun ins vierte Battle und kommen ganz kurz zu einem häufig und hitzig diskutierten Topic im Bereich Anime. Stichwort Anime Opening. Was ist denn euer absolutes Lieblings-Anime Opening? Oh, das will ich nicht sagen. Boah, das ist eine gute Frage, ne? Also ich habe safe keins, Digga. Ich habe safe keins. Ich muss auch mal überlegen. Sag dir ehrlich. Eins der krassesten Openings. Leute, ihr wisst alle. Opening 6 von Naruto. Geisteskrank, Digga. Weil der Drop anders ist. Safe Eva Opening, geisteskrank. Weißt du, was, finde ich, die krassesten Openings hat, Mann? Jojo. Also, wenn ich alle zusammennehme. Weil da finde ich jedes gut, Mann. Death Parade Opening auch willst ja safe. Boah, stark. Ja. Oh, schwierig. Also, ich muss sagen, Detektiv Conan hat auch gute Openings. Mit aller Kraft. Beste. Nur Fragen in deinem Kopf. Schau jetzt, Lazar.
Du hast geguckt. Noch keine. Mit aller Kraft. Ja! Gut, ich höre auf zu singen. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik. Bleiben aber beim Thema Musik. Und jetzt bitte Opening erwarten, ich heule. Dürft ihr mal eure Anime-Opening-Skills unter Beweis stellen. Denn ich bin gestorben, Digga. Wieso habt ihr das nicht bei mir gemacht, ey? Ich will der Beste. Oh, come on. Das ging ja ganz schön schnell, da haut der Sergio. Aber wie schnell er war, Alter, crazy. Aber bei Sergio ist krass, der zerstört jeden in diesem Quiz. Der kennt alle, der kennt wirklich alle. Nino hat aber eine gute Vorlage geliefert, er konnte sogar noch ein bisschen überlegen, Digga. Hey, ich hab nicht gesagt, kannst du uns sagen, also Pokémon lasse ich schon mal gelten, um das vorwegzunehmen. Ich weiß gar nicht, was das war, es war, glaube ich, kein Opening auf jeden Fall. Das war irgendwie so ein Extra-Song. Ja, ich glaube, das war sogar ein Ending. Ein bisschen genauer noch. Ja, stimmt. Das ist der Kommt. Ist das der Poke-Rap? Der Poke-Rap, ja. Ja, natürlich. Ja. Das ist der Poke-Rap. Können wir uns hier noch zu Ende anhören? Das ist das Ding. Nino hat Opening gesagt. Ne? Das war ein bisschen verwirrend. Aber worum ging es? Um Songs einfach oder nur? Oder? Einfach um Anime- und Manga-Songs, die man halt kennt. Also. Ja! Boah. Ey, zu schnell einfach. Bro, ich glaube, er wird mich bumsen, Opening-Quiz. Ich bin ein bisschen eingelossen und er ist ja überheftig. Ja, er ist unbesiegbar. Aber weißt du es? Weißt du es jetzt? Digga, anhand den Tönen würde ich auf Eva guessen, aber never ist es Eva. Ich würde es auch nicht wissen. Sergio ist zu krass. Ich hab euch alle verdammt lieb, denn wer sowas so schnell das weiß, komm, da wird er aber weißt du, was das Heftige ist? Aber Ghibli weißt du selber, Bro, da bin ich. Ja, bei mir ähnlich. Aber das Krasse ist, sie spielt ja Klavier und sie hat mir danach erzählt, dass sie den Track halt gerade auch übt und so. Also das ist nochmal so anders unfair. Ja, okay. Das ist natürlich. Natürlich. Bro, ich wusste nicht, dass man Nino-Umarmung freischalten kann. What the fuck? House Moving Castle, beziehungsweise in der deutschen Variante. Ja. Das wandelnde Schloss. Das wandelnde Schloss. Ich bin froh, mit dem Team zu sein. Großartiger Ey, der Track ist so schön, Mann. Ghiblis Haus- und safe. Hofkomponist Joe Hisaishi. Vielleicht sogar der beste Ghibli-Soundtrack. Dieser Soundtrack, wo Bushidos Reise, wo sie mit dem Zug fährt, mit dem Ohrengesicht, nachdem er sich ein bisschen wieder gechillt hat, der ist auch richtig schön. Richtig schön. Alter. Der Franzose, Alter. Wie auch einfach Cheat gut für Frauen, Digga, einfach unfair. Stell dir vor, du kannst Klavier spielen und hast es noch in dieser Kapsel von Dragon Ball. Unbesiegbar, kannst du ja überall. Zu jeder Zeit, Alter, echt, Alter. Dann vorm kam Club. Bashiros Reisen ins Zauberland. Als der Film ein halbes Haru, dieser mit Steve Jobs Drip. Jahr später ins Fernsehen kam. Ey, das ist auch crazy. Im Hintergrund läuft noch der Track, während der redet. Wir haben so eine geile Transition gemacht. Eingeschaltet. Jeder von uns kennt mindestens einen Hit des Studio Ghiblis. Das wandelnde Schloss, Kikis kleiner Lieferservice, die letzten Glühwürmchen und mein absolut Ja, die letzten Glühwürmchen war dick verstörend. Guter Favorit, Bruch. Prinzessin Mononoke. Ghibli-Filme zeichnen sich durch eine hohe Detailverliebtheit aus. Es werden Szenen gezeigt, die die Story zwar nicht vorantragen, die den Figuren aber Leben und Charakter einhauchen. Ich finde das, was Ghibli halt geil macht, was auch so alte Dinger wie Akira gemacht haben und Ontans ewige Lücke, Ghost in the Shell. Movement war halt crazy. Also Movement war echt crazy. Das ist heute bei vielen Serien nicht mehr so. Aber was damals die gemacht haben mit kleinen Bewegungen, ist echt sehr heftig. Das Brillante an den Filmen ist, dass komplexe Botschaften und Symbolik so verpackt werden, dass selbst Kinder sie verstehen, aber auch Erwachsene gleichzeitig ihren Spaß haben, diese Symbole zu entschlüsseln. Aki, Lazar, Marie und Sergio sorgen nicht nur für ganz viel Spaß hier bei Tanoshi, die sorgen auch für ganz schön viel Spannung. Nie bei Mononoke geschaut. Ja, ich habe Mononoke geschaut, ich fand's geil. Ist bei mir hoch im Kurs, aber nicht super hoch im Kurs, aber ich fand's cool. Ich mag diese Shintoismus-Message, mit dem man soll alles schätzen, so alles in der Natur oder alle Lebewesen im Umfeld quasi, das fand ich geil. Aber es ist nicht ein Film, wo ich sage, wow, das war einer der geilste überhaupt, aber one of the best, safe. Ich fand den Anfang so krass mit diesem Schwein, was so übernommen wurde von diesen Blutekeln und so. Hat mich so verstört als Kind. Ich glaube, wir haben bei dir im Podcast auch drüber geredet, ne, über Ghibli und so. Ja, safe. Ja, bildlich ist eine Wucht, safe. Also bildlich ist crazy, aber so vom Plot habe ich euch bei Chidos Reise mehr rausgezogen. Und Totoro ist einfach Vibe. Totoro ist einfach der Vibe. Heißt denn das Schiff, zu krass. Auf dem... Sorry, Bro. Guck mal, wie aus der Hüfte gefallen. Aus der Hüfte. Aber ich glaube, Nino redet hier weiter, was er eigentlich nicht soll, oder? Welches? Also er hat jetzt gesagt, wie heißt das Schiff? Ich glaube, er sagt, oder? Redet er weiter? Ich weiß es nicht. Das Schiff, auf dem... Welches? Okay, never mind, der hat gestoppt. Nino hat sich perfekt gestoppt. Seinem Aber Tablet. Guck mal. Pass auf, wie geil er auf dem Buzzer mit Hass, Wut und unnormal. Zorn buzzert. Aber trotzdem lässig. Achtet mal drauf. Ich würde gerne wissen, wie heißt denn das Schiff, auf dem... Zupp.
geil. Welches der beiden? Aber würdest du es wissen? Weil, genau, wie heißt das Schiff? Ich weiß nicht, oder nicht. Ja, aber schon mal, Lazar weiß jetzt nur, wie heißt das Schiff. Mehr weiß er nicht. Wir sehen ja die Frage, ne? Welches der beiden? Ach, welches der beiden? Okay, er geht ja gerade von Flying Lamb und 1000 Sunny ja, genau, aus, weil er nicht gehört hat, auf dem Sanji gekocht hat. Boah, das ist die Sache, ne? Da muss man auch Schule sagen, der hat Nido gekocht, weil er war bei Sanji so zu stoppen und zu machen, das war schon strong als vom Moderator her. Ey, die Frage war schlau gestellt einfach. Ja, die das Frage ist auch safe, yeah. Sein Mist, ich sag einfach die Flying Lamp oder Going Merry. Genau. Das ist leider falsch. So, ja. Ich weiß, das ist leider falsch. So. Hab ich nicht. Genau, Baratie wäre es gewesen. Er muss halt buzzern, ne? So, die sind so weit hinten. Wie heißt das Schiff, auf dem Sanji aus One Piece gekocht hat? Oh, ist unlucky. Ich glaube, das checken viele Zuschauer nicht, wie schwer das einfach ist, zu entscheiden, ob man buzzert oder nicht. Ihr beiden, denn ihr liegt zurück. Aber das ist generell, also es ist bei allen Quizformaten mit Buzzer immer so. Jedes Mal. Liegt er noch weiter zurück? Ich würde gerne wissen, wie heißt der höchste Berg Fuji-san. Japans. Yes. Das Fuji. Das ist natürlich der Fuji-san. Und damit wird euer Energiepunktekonto ein bisschen. Mount Fuji heißt Yama Berg, also Fujiyama, weil der Berg. Ja, Yama heißt Berg übersetzt. Okay. Kleiner. Wir Yamamoto. Ich wollte gerade sagen, ne? Yamamoto, ja. Frage: Wie heißt das Trio, das One Piece? Okay. Oh, das war stark, das war stark, das war ein böser Buzzerer. Weil er kann sich's auch erlauben, er ist strong. Oh. Das war so der Drei-Punkte-Wurf zum Sieg, Digga. Das war. Ja, jetzt pass auf, das war Big Fail, Mann. Oh no. Da wird wieder früh. Oh no, sagt er jetzt echt Samuel Ruffy? Also, ich bin gespannt, ob nein. Du wirklich weißt, was ich von euch wissen. Warte mal, Nino hat gesagt, wie das heißt Dark Trio. Das? Das Dark Trio. Ah. Was? Er hat einfach um 5 Ecken gedacht und ist falsch abgebogen, 2-mal. Dark Trio? Warte mal, woher? Hä? Ich weiß auch nicht, Mann. Ist Dark Trio nicht irgendwie so ein seinen edgy Shit, Berserk, Vagabond und Willard sei oder so ein Scheiß? Nee. Dark Trio ist Chainsaw Man, Hell's Paradise. Ach, das und war's, ja. JJK. JJK, ja. Ach. Dark Trio, woher? Die Wesen kämpfen, Engel. Die Helden und Heldinnen aus Neon Easy. Genesis. Ey, wie lange die brauchen? Evangelion. Engel. Das sind natürlich die Engel und damit haben wir den eben erwähnten und angedeuteten Gleichstand. Es steht 3-3. Wie heißen die drei Starter? Oh, das ist spannend. Wer? Pokémon aus Generation 1. So. Oh, wie nah dran die waren mit dem Buzzer. Das war so close. Shiggy? Shiggy? Sasam? Richtig. Und Evo, Gluma. Oh Gott! No! Der Evoli-Fumble ist real, Alter! Oh shit, Aber gerade noch. Aber lassen wir gelten. Bruder, ich schwöre, er hätte die auch aus Internet löschen können. Alle Leute hätten ihn gehatet. Ja, aber ich find's crazy, wie locker Lazar bleibt, obwohl es so spannend geworden ist jetzt. Ja, lassen wir gelten. Nein, eigentlich nicht. Aber das war ein Joke, oder? Ja, das kann sein, hab ich vielleicht nicht gehört. Ja, das war ein Joke. Das war ein Joke. Okay, ich hab's als wirklich. Manchmal hat man ja so einen Aussetzer, dass man mal sagt, nicht, wo man denkt, dass es nicht antwortet, sondern weil es einfach passiert im Moment. Ich dachte, das wäre sowas. Wir machen direkt weiter. Was trägt Monkey D. Ruffy? Easy. Stiefel! Aus One Piece auf dem Kopf. Bro, die Buzzerhands sind da. Ein Strohhut. Natürlich trägt Monkey D. Ruffy ein Strohhut. Lazar ist hot. Daher werden sie schließlich auch die Strohhut-Piraten genannt. Es wird jetzt richtig eng für euch beide. Wird plötzlich krass. Nur ein Ey, das muss so ein schlimmes Gefühl sein, Mann. Konto soll heißen, bei der nächsten richtigen Antwort von Aki und Lazar ist das Vor allem, man will ja nicht buzzern, weil man sein, das ist ja die andere Komponente, man will ja nicht buzzern, weil man seinen Teamkollegen ja nicht auseinandernehmen will. Ne? Das ist auch so das Ding noch. Welche Farbe kriegen die Augen der Mitglieder wer ist der Steller? Des Alive! Dann vermisst. Dark. Ist genau. Chia Clans. Ja, genau. Was soll ich noch sagen? Rot. Ja. Geil. Bist du sicher? Vollkommen richtig. Die Augen des Fujiya-Clans aus Naruto. Ja. Nächste Runde. Wie heißt die Schule? Oh! UA! Pass! Oh shit! UA. Ja. Kannst du mir auch sagen, was UA steht? Müsst ihr nicht. Ich würde es nicht wissen. Boah, ich würde es auch nicht wissen. Legit. Also. UA würde ich wissen, aber United Academy. Aber United Academy, ich weiß, aber UA ist ja UA, weil das japanische YUUEI ist. UA. Mhm.
deswegen, aber ich wusste nicht, dass es United Academy heißt. Deutsche Eva Pilot. Oh! Aska! Nasa! Evangelion. Wie heißt die deutsche Eva? Alter, stell dir vor, er wird den falsch machen. Asuka. Bro, andere Comeback. Andere Comeback. Und zu Recht. Asuka Langley, sorry. Fantastische Beste. Kandidaten. Und Kandidaten. Als ob irgendwer in Deutschland so heißt. Weißt. Lazar, Marie und Sergio und herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr geht tatsächlich. Ey, geil, Alter. Sieger aus dem Studio. Dankeschön nochmal an euch. Das hat riesig Spaß gemacht. Dankeschön an euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Interesse. Anime werden das Universum warte mal. Retten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Übrigens, kranke Pose, ne, by the way. Ja, ey, absolut geile Folge. Also, die erste Folge war natürlich absolut Bombe. Die war so. Ja, geil, Mann. So knapp. Leute, checkt ab. Ich glaube, morgen kommt noch eine neue Folge. Yes, immer jeden Donnerstag im Kika um 20:35 und jeden Mittwoch auf YouTube um 18 Uhr Premiere. Morgen geht's wieder ab, Alter. Digga, aber auch bodenlos, ne? Wer hat Tite, sag mal ehrlich, wer hat Tite gemacht? Wer hat was gemacht? Tite? Wer hat den Titel beim YouTube gemacht? Sag mal. Hä? Ach, den Titel? Das war ich. Du bist so ein. Ich nehme alles auf mich. Das ist so bodenlos, ehrlich, Alter. Es ist wirklich bodenlos. Freunde, checkt Tanoshi ab, checkt aber auch den guten Ontan ab. Und neben Ontan nochmal hier, ich glaube, Driver's High Podcast auch im Start, ne? Mit dem absolut crazy Symbol, man. Checkt das ab, guys. Auf jeden Fall sehr, sehr geil.